Also mein Name ist Carsten Neumann und ich bin Hauke in Hamburg und in Berlin mal bei diversen Open-Source-Projekten über den Weg gelaufen. Und Hauke ist ja einer der Mitveranstalter dieser Veranstaltung hier. Und der hat mich mal gebeten, hier mal einen Vortrag zu halten über Sicherheitseinstellungen im Firefox. Ich selbst habe Informatik und Journalismus studiert und schreibe gelegentlich Artikel für Fachmagazine, arbeite aber überwiegend in Softwareprojekten, mit denen ich mein Geld verdiene. Und heute möchte ich euch, Ihnen, gerne etwas über die Sicherheitseinstellung von Firefox erzählen. Leider bin ich gezwungen, dieses Notebook hier zu verwenden, wo jetzt der Eiswiesel drauf ist. Also Firefox kommt ja auch unter dem Namen Eiswiesel vor. Der Hintergrund ist der folgende, dass der Name Firefox ja geschützt ist von der Mozilla Foundation. Und unter Debian verwendet man ja nur freie Software und da verwendet man auch keine geschützten Markennamen. Deswegen haben die sozusagen das Firefox-Logo dort rauskompiliert und bieten das Ganze dann unter dem freien Namen Eiswiesel an. Der Eiswiesel hat noch ein paar mehr Sicherheitseinstellungen, ist dafür aber nicht so aktuell. Deswegen könnte es sein, dass vielleicht einige Add-ons, die ich zeigen will, nicht ganz so toll funktionieren. Aber das sehen wir dann. Es gibt noch einen anderen Namen, GNUzilla. Ist auch der Hintergrund, dass man den Namen Firefox nicht verwenden wollte. Also, und die Firefox Engine wird auch in diversen anderen Browsern, wie zum Beispiel Midori, verwendet. Und dort könnte man die ganzen Add-ons, die ich heute vorstelle, auch verwenden. Ja, warum sollte man den Firefox nehmen, wenn man ins Internet geht? Also Firefox ist ein Open-Source-Browser. Wir wissen, wir können uns den Quellcode angucken. Wir wissen, dass Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt an dem Quellcode mitprogrammiert haben. Und wir können uns dort halt wesentlich sicherer sein, dass der Code halt richtig funktioniert und dass dort keine Hintertüren drin sind, wie bei proprietärer Software, wie zum Beispiel den Internet Explorer. Wenn man jetzt diesen Firefox hat, sollte man natürlich aufpassen, dass man sich nichts Proprietäres installiert. Also wenn wir den Firefox installieren, haben wir üblicherweise noch ein Flash-Plugin drin. Wenn wir unter Windows arbeiten, auch von Adobe Plugins für PDF-Anzeigen und so weiter. Und die sollten wir alle möglichst nicht verwenden. Man findet die, wenn man auf Add-ons geht, unter Plugins. Und wir sehen hier nichts. Wären wir jetzt aber unter Windows, dann würden wir hier jetzt wahrscheinlich ein Flash-Plugin sehen und so weiter. Eine tolle Sache ist, man kann hier draufklicken und dann kommt man auf eine Seite von Firefox und die überprüft, ob diese Plugins noch alle aktuell sind. Weil das Problem ist, dass man halt mit einem alten Flash-Plugin häufig Sicherheitslücken drin hat und die können dann ausgenutzt werden, zum Beispiel um einen zu tracken im Internet. So, aber ich bin schon wieder etwas vorgesprungen. Also, folgende Plugins, die sehr verbreitet sind, sind auch alles proprietär. Better Privacy, Ghostory und Do Not Track Me. Das erkennt man halt daran, dass sie keine Open-Source-Lizenz haben. Und bei Ghostory weiß ich zum Beispiel, dass die auch die Surf-Historie halt aufzeichnen. Und das Problem bei der Sache ist ja, man nimmt ja den Firefox, weil man gerne nicht überwacht werden möchte, weil man sich halt gegen Zeichen setzen will gegen Überwachung. Wenn man sich dann sowas wie Ghostory installiert, das einem halt die Werbung ausblendet, dann wird man ja nur wieder auf anderer Ebene überwacht. Und dann gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, ja, aber dann kriege ich im Ernstfall vielleicht auf mich personalisierte Werbung angezeigt. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und da möchte ich mal drei wahre Geschichten erzählen, die einem zeigen, dass das halt alles doch nicht so toll ist, wenn man halt auch von der Werbeindustrie überwacht wird. Also die erste Geschichte spielt in Norwegen. Dort ist jemand einkaufen gegangen und jemand hat dort im Kühlregal halt den Joghurt eingeräumt und dabei ein bisschen Joghurt verschüttet. Und der Kunde hat nicht aufgepasst, ist hingefallen, hat sich das Knie zertrümmert, lag dann lange Zeit im Krankenhaus und wollte dann Schmerzensgeld haben vom Supermarkt. Und dann hat der Supermarkt gesagt, ja, aber wir haben auf deiner Kundenkarte gesehen, dass du sehr häufig sehr große Mengen Alkohol bei uns gekauft hast. Und es ist ja nicht auszuschließen, dass du besoffen warst, als du halt vor diesem Kühlregal standst. Und wenn du jetzt vor Gericht gehst, dann werden wir das natürlich alles offenlegen müssen. Und dann könnte es natürlich sein, dass das alles in die Öffentlichkeit kommt. Und du willst ja nicht vielleicht, dass man denkt, du wärst ein Säufer oder so. Und da hat sich dieser Kunde wahrscheinlich nicht dabei gedacht, als er diese Kundenkarte sich genommen hat, dass das mal auch gegen ihn verwendet werden könnte. Eine andere Geschichte spielt in den USA und dort gibt es eine größere Handelskette, wo es auch Kundenkarten gibt und die können anhand des Einkaufsverhaltens können die feststellen, ob eine Frau schwanger ist. Eine schwangere Frau kauft andere Hygieneprodukte, sie stellt ihre Ernährung um und das können die mit
nahezu 100% feststellen. Und wenn die das feststellen, dann schicken die so ein Päckchen nach Hause mit Probenpackungen und Gutscheinen und sagen, das finden wir ja wunderbar. Sie sind jetzt in einem neuen Lebensabschnitt. Das wird ja bestimmt alles ganz aufregend für Sie. Natürlich wollen wir Sie mit unseren Produkten unterstützen. Und dann sind da auch solche Heftchen drin, ne, über Babypflege und natürlich jede Menge Werbung. Und das Problem war jetzt, dass eine 14-Jährige so ein Paket nach Hause geschickt bekommen hat. Und dann hat der Vater das ausgepackt und hat sich natürlich tierisch darüber aufgeregt. Und noch bevor seine Tochter aus der Schule kam, hat er schon die Presse angerufen und hat einen riesen Heckmeck gemacht, wie denn dieser Supermarkt die Frechheit haben könnte, seiner Tochter so ein Paket zu schicken. Und am nächsten Tag wollte dann der Supermarktleiter sich mit einem großen Blumenstrauß entschuldigen. Und dann sagte der Vater, ja, brauchen Sie gar nicht, da sind doch Sachen in meiner Familie vorgefallen, von denen hatte ich keine Kenntnisse, also Sie brauchen sich nicht entschuldigen. Und naja, jetzt kann man sagen, das wäre sowieso rausgekommen, aber die Tochter hätte es ja sicherlich ihrem Vater lieber selber erzählt, als dass er es so herausbekommt. Und die letzte Geschichte ist die folgende, dass schon viele Leute gemerkt haben, wenn sie zum Beispiel bei Amazon Stammkunde sind, dann bekommen sie keine Gutscheine mehr angezeigt oder sie bekommen gelegentlich auch höhere Preise angezeigt. Das hat den Hintergrund, dass Amazon wertet das Kaufverhalten aus. Und wenn die jetzt merken, man ist halt jemand, der nicht auf solche Werbeeinblendungen reagiert und immer nur gezielt kauft, und wenn man jetzt vielleicht sogar höherpreisige Produkte kauft, dann ist man wahrscheinlich auch bereit, höhere Preise zu bezahlen. Und dann braucht man ja diese Gutscheine gar nicht einblenden, weil die sind ja nur dazu da, um Gelegenheitskäufer halt zu noch mehr Kaufanreizen zu verleiten. Und so zahlt man vielleicht einen höheren Preis, nur dadurch, dass man halt überwacht wird. Ich meine, über die ganze NSA-Überwachung brauche ich ja jetzt eigentlich gar nicht zu erzählen. Das hat man ja wahrscheinlich alles in den Nachrichten verfolgt. Ansonsten kann man sich hier so ein paar Sachen, die ich hier verlinkt habe, durchlesen. Dass unsere Hardware ist eigentlich kaputt. Die NSA baut Spionage-Chips ein. Wir wissen nicht, ob die bei uns in den Computern drin sind und die Daten werden sowieso alle ausgewertet. Aber das ist ja alles lang und breit durchgeredet worden. Das Problem an der Sache ist jetzt, ja? Eine Frage. Diese Seite, die Sie da gerade aufgerufen haben, ist die sicher mit den Firefox-Erweiterungen, ist die von Ihnen oder ist die... Das ist die Seite von meinem Vortrag und unter dieser URL hier oben ist .gd/Firefox-Vortrag. Kann die auch jeder aufrufen. Ach so, kann ich mal schnell notieren? Genau. Und ganz unten auf der Seite sind auch meine Kontaktinformationen. Also falls noch jemand Fragen hat, kann er sich dann gerne an mich wenden. Und /Firefox-Vortrag. ISGD/Firefox-Vortrag. Okay, gut, danke. So, Was sagt der Fuchs dazu? Also, Privatsphäre ist wichtig und falls sich von Ihnen jemand mal die Mühe gemacht hat, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durchzulesen, dann ist Privatsphäre ist auch ein Menschenrecht. Wir haben eigentlich das Recht dazu, in unseren eigenen vier Wänden nicht behelligt zu werden, solange wir uns an die Gesetze halten. Und das ist halt ein Menschenrechtsverstoß, wenn die NSA alle Daten speichert und auswertet. Und das ist auch nicht mit Sicherheit begründbar. Und vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, dass unser ehemaliger Innenminister Friedrichs hat ja gesagt, dass Sicherheit ein neues Supergrundrecht wäre. Das Problem an der Sache ist jetzt, dass Freiheit und Privatsphäre ist auch ein Grundrecht. Und eigentlich dürfen die Grundrechte alle nur gemeinsam existieren. Also man darf kein Recht über die Grundrechte stellen. Die ersten 10 Artikel in unserem Grundgesetz sind die Grundrechte, die dürfen nicht geändert werden und die müssen immer alle gemeinsam erfüllt werden. Und wenn Herr Friedrichs jetzt sagt, ich hebe die Sicherheit zum Supergrundrecht, dann bedeutet das ja, er setzt ein Recht über die Grundrechte und hebt dadurch die anderen Grundrechte auf. Und das ist juristisch eigentlich gar nicht möglich. Und er selbst hat das zweite juristische Staatsexamen, er sollte das eigentlich wissen, weil das sind absolute Grundlagen. Aber er wusste es leider nicht. Wie komme ich denn jetzt hier zurück? Entschuldigung, was für ein Betriebssystem ist das? Debian oder Ubuntu? Das hier ist im Moment Debian, nehme ich an, weil ich ja hier ein Eiswiesel drauf habe und das ist... Ja, das Oberfläche ist XFC, das sieht man. Ja, das ist wunderbar. Eieiei. Navigationsleiste? Nein. Da wird es auch links. Da kannst du links sehen. Okay.
Ach, da, ja, okay, weil ich die ausgeblendet habe. Selber schuld, ne? Okay, so das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist Lightbean. Das ist ein Plugin, das das Surfverhalten visualisiert. Ich muss mal gucken, ob ich das hier installieren kann. So, jetzt müsste das eigentlich heruntergeladen werden. Genau, dann installiere ich mir das. So, dann gucke ich mal nach, ob das hier schon drin ist. Erweiterung Lightbean. Ja, ist da. So, und jetzt mache ich mal meine typische Surfrunde. Ich schaue mir zum Beispiel immer mal gerne den Heise News Ticker an. Da kann ich, also ich bin ja Informatiker, da sind so die IT-Teams, die ich mir halt immer durchlese. Wir sehen schon hier Werbung, ne? Keine Ahnung, wer hier dran gesurft hat, dass solche Werbung jetzt hier eingeblendet wird. Also ich war es nicht. So, dann gehe ich vielleicht nochmal auf den Spiegel, um mir die neuesten Nachrichten anzugucken. So, da kriege ich jetzt ja sicherlich auch tolle Werbung hier am Rand eingeblendet. Und dann sehe ich, was in der Welt so los ist. Wo soll ich noch hingehen? Vielleicht nach eBay, ne? Da geht man auch immer häufiger mal vorbei, um nachzugucken, was es so tolle Angebote gibt. Oder bei Amazon. So, kann mir jemand noch mal eine tolle Seite sagen, wo man jeden Tag drauf geht? Ja, stimmt, bei Google. Da ist man ja eigentlich sowieso immer, ne? Wenn man was suchen will und dann... Ja, kommt noch. Da dann vielleicht noch irgendwelche Sportergebnisse, die man sich anguckt. Sport. So, Sportnachrichten. Aktuelles Sportstudio. So, und jetzt habe ich also meine typische Runde so gemacht, wenn ich morgens ins Büro komme, habe mir alle meine Nachrichten angeguckt. Und dann wollen wir doch mal nachgucken, wie das jetzt aussieht. So, also, kann man das erkennen? Also diese großen Kreise, zum Beispiel sport.de und hier Heise, das sind die Seiten, die ich aufgerufen habe. Amazon, Spiegel und eBay. Das sind die Seiten, die ich aufgerufen habe. Und diese kleinen Dreiecke sind die Seiten, die ich im Hintergrund alle aufgerufen habe. Und das sind alles irgendwelche Werbeseiten, die nachgeladen wurden. Und man sieht, dass die alle in einem Netz miteinander verbunden sind. Also zum Beispiel die Dinger, die hier ganz in der Mitte im Netz sind, die sind von allen Seiten aufgerufen worden. Und wenn ich jetzt diese Firma bin, die ich gar nicht kenne, ivvbox.de, diese Seite würde wissen, dass ich auf allen diesen Seiten war. Weil die hat ja meine IP-Adresse mitbekommen, die hat mitbekommen... Stimmt. Die machen Abrechnungen für Texte und so weiter, für Autoren. Genau. Und diese Firma weiß jetzt sozusagen alles. Also nicht mal Heise weiß, dass ich später bei Amazon war und so weiter, aber die wissen es, weil die halt überall eingebunden sind, zumindest im deutschsprachigen Raum. Im internationalen Raum wäre das wahrscheinlich anders. Und dann gibt es natürlich so Firmen wie Google, die Werbung einblenden, Facebook und so weiter, die wissen natürlich auch immer Bescheid, wo ich bin. Und wenn ich jetzt mit meinem Vortrag fertig bin, dann werden wir das Ganze nochmal machen und dann werden wir sehen, dass diese ganzen Sachen hier alle nicht mehr nachgeladen werden, weil wir das halt alles ausgeschlossen haben und die sozusagen rausgeschmissen haben. So, dazu muss ich aber mal wieder zurück. Ja, bitte. Wenn man das installiert hat, kann man im Nachhinein noch den Verlauf sozusagen in Add-on reinbauen. Also, dieses Add-on funktioniert ab dem Zeitpunkt, wo ich das installiert habe. Ich erzeuge natürlich ständig diese Datenspuren, aber sie sind normalerweise unsichtbar für mich. Also, und ich kriege sie nicht so einfach visualisiert. In meiner Browser-Historie steht es natürlich drin und in meinen Bookmarks könnte man das alles nachvollziehen. Und dieses Tool vereinfacht das nur visuell. Und sonst macht das eigentlich nichts. Und das ist halt von der Mozilla Foundation programmiert worden, um halt mal zu visualisieren, was so alles im Hintergrund abläuft, von dem wir halt gar nichts mitbekommen. So, dann Suchmaschinen. Startpage wurde schon genannt, gutes Thema. Wenn wir ins Internet gehen, dann gehen wir ja meistens alle auf die Google-Startseite. Die kennt ja wahrscheinlich jeder. Und bei Hansenet,
die hatten mal ein Problem zum Routing nach Google und dann haben die Leute angerufen und haben gesagt, mein Internet geht nicht. Weil die erste Seite, die aufgerufen wird, das ist die Google-Seite und wenn die nicht geht, dann glauben die Leute, das Internet geht nicht. Und viele glauben auch, dass Google das Internet ist. Es gab mal eine lustige Verwicklung und zwar als Facebook noch nicht so bekannt war, da haben die Leute bei Google eingegeben Facebook und der erste Suchtreffer war ja Facebook gewesen, dann haben sie da drauf geklickt und haben sich dann eingeloggt, weil die konnten sich facebook.com nicht merken. Und dann hat aber jemand mal einen Blogartikel über Facebook geschrieben und der wurde bei Google aber höher gerankt. Und dann haben die sich halt immer auf diesen Blogartikel raufgeklickt und haben gesagt, wieso ist Facebook auf einmal so anders, warum kann ich mich nicht mehr einloggen? Und haben sich alle bei Facebook beschwert und Facebook wusste gar nicht, was los ist. Und daran sieht man mal, wie wichtig Google für manche Leute ist. Und wer in den Duden schaut, der wird das Wort googeln dort finden. Also googeln ist für uns inzwischen ein Synonym geworden, dafür im Internet zu recherchieren, über die Suchmaschine Google. Und Googles Marktdominanz ist weit über 90% und in den Nachrichten hört man auch häufiger, dass man Google-Kartellverfahren androht, die Verlage sind mit Google im Clinch wegen den News-Seiten und so weiter. Was ich euch aber sagen möchte ist, verwendet Google nicht. Google wertet euer Suchverhalten aus, Google speichert all eure Daten. Google ist natürlich wahnsinnig nützlich und bietet tolle Sachen an und sie sind alle kostenlos, also zum Beispiel Google Maps. Dann kann man nach News suchen, man kann nach Bildern suchen, Gmail, man kann E-Mails verschicken. Also man kann halt alles mit Google machen, aber es wird ja auch alles verknüpft und alles ausgewertet und alles geht auch an die NSA weiter. Und da kann Google uns erzählen, was die wollen. Das gibt in den USA Geheimgerichte und Geheimgesetze. Wir wissen gar nicht, was alles von Google ausgewertet wird. Es gab mal von AOL eine Suchmaschine, als AOL noch hier auch in Europa aktiv war. Und da hat AOL Suchergebnisse anonymisiert für die Forschung zur Verfügung gestellt. Also es ist ja immer interessant, wonach die Leute suchen. Also zum Beispiel, im Moment werden viele Leute nach Ebola suchen, die halt im afrikanischen Raum wohnen, weil die sich halt über die Krankheit informieren wollen. Und je mehr Leute nach Ebola suchen, das ist ein Indiz dafür, wie weit sich diese Krankheit schon ausgebreitet hat. Und sowas versuchen Forscher zu erforschen. Und wenn halt mehr Leute Obama eintippen, dann ist halt Obama gerade wieder populärer oder eben sein Gegenspieler. Und AOL hat also anonymisiert diese Suchergebnisse zur Verfügung gestellt und ein Forscher hat sich da mal rangesetzt und hat einfach nachgeguckt, kann ich diese Suchergebnisse wieder Personen zuordnen? Und das konnte er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit machen, weil viele von uns suchen halt auch in ihrer lokalen Umgebung, zum Beispiel nach Angeboten, nach Pizzalieferdienst und so weiter. Und wenn man diese ganzen Sachen wieder zusammen verknüpft, kann man das häufig wieder auf eine einzige Person zurückführen. Und dann sind die halt hingegangen, haben dort geklingelt, haben gesagt, sie haben gesucht nach Pizza-Lieferservice, nach Hundefutter und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, das stimmt, woher wissen Sie das? Ja, das wissen wir aus den Sachen, die AOL eigentlich anonymisiert über Sie zur Verfügung gestellt hat. Und wenn man das halt nicht möchte, kann man zum Beispiel Startpage nutzen. Wobei ich jetzt dazu sagen will, ich will jetzt nicht sagen, alle sollen Startpage verwenden. Ich möchte eigentlich mehr Aufmerksamkeit beim Internetsurfen den Leuten beibringen. Also man sollte sich das Kleingedruckte mal durchlesen und mal gucken, was alles übereingespeichert wird. Und wenn ich jetzt hier auf Startpage gehe, das ist ein niederländischer Anbieter. Ah, da wollte ich nicht hin. Also hier kann ich das Add-on installieren. Ich führe das einmal kurz vor. Ich installiere mir dieses Startpage und dann habe ich das hier oben drin. So, hier unten hat er mir das jetzt dazugepackt und jetzt kann ich statt über Google über Startpage suchen. Dann suche ich mal. Und jetzt bin ich hier bei Startpage und dann kann ich hier raufklicken und dann kann ich mir irgendwo hier auch mal deren Datenschutzrichtlinien durchlesen, da Privacy. Und da sagen die dann, dass wir machen das nicht, was Google macht. Wir speichern deine IP nicht, wir werten das nicht aus, du kannst uns vertrauen. Ja, und das sollte man sich halt mal durchlesen. Und bei Google wird man halt sowas nicht finden. Startpage ist ein Proxy für Google-Suchergebnis. Also wenn ich jetzt hier nach irgendwas suche, dann bekomme ich hier die Google-Suchergebnisse angezeigt, aber Google kriegt meine IP nicht. Das Tolle ist dann, dass Google kriegt die IP von Startpage und weil halt viele Leute über Startpage suchen, kann Google das dann nicht wieder einer Person zuordnen. Und so könnte ich halt anonymisiert im Internet suchen, ohne dass ich verfolgt werde. Und es gibt auch noch andere Suchmaschinen. Man muss da immer unterscheiden zwischen Proxys für Google und Meta-Suchmaschinen. Meta-Suchmaschinen sind Suchmaschinen, die aus verschiedenen Suchmaschinen ein Ergebnis aggregieren. Also zum Beispiel iXQuick
wertet auch noch Bing von Microsoft aus und diese Yahoo-Suchmaschine. Excelite, das ist eine französische Suchmaschine, die hat sogar einen eigenen Suchindex. Also ein eigener Suchindex ist, wenn die Suchmaschine Bots losschickt, die halt die Server abscannen und sich einen eigenen Index erstellen. Das ist sehr aufwendig, das machen eigentlich nur die großen Anbieter wie Bing und Google machen das. Dann, wer gerne eine deutsche Suchmaschine nehmen möchte, dem sei MetaGear empfohlen. Das ist eine Suchmaschine einer deutschen Universität, die auch ständig weiterentwickelt wird. Dann Unbubble ist eine Suchmaschine aus Hamburg von einer Firma, die sich auch für SEO, also Search Engine Optimierung interessiert, aber auch für Privatsphäre und so weiter. Yaki ist eine Peer-to-Peer-Suchmaschine. Dort schalten sich halt verschiedene Rechner zusammen und durchsuchen gemeinsam das Internet. Das ist sozusagen die Möglichkeit, wie man noch gegen Google ankommen kann. Also wenn jemand eine neue Suchmaschine aufsetzen möchte, dann kommt er ja nicht mehr gegen Google an, weil Google hat schon weltweit überall Rechenzentrum. Wenn wir uns aber alle weltweit zu einem großen Peer-to-Peer-Netz zusammenschalten und jeder von uns einen kleinen Teil des Internets durchsucht, dann können wir halt wieder einen besseren Suchindex als Google erstellen. Und so ein Projekt ist Yaki und Six ist auch so ein Projekt. Six können wir uns mal angucken. Das ist eigentlich sehr schick, weil ich kann hier auch nach Dateien, nach Bildern, nach IT, Musik und so weiter und nach sozialen Medien suchen. Dann Disconnect Search, das ist ein Plugin, das kann ich mir hier installieren und dann kann ich aber nur über dieses Plugin auch wieder in einem Proxy nach Google suchen. Und dann gibt es ja noch die Ente, DuckDuckGo. Schon mal jemand was von dieser Suchmaschine gehört? Die ist ja sehr populär und wird sehr... Gibt es auch als App für ein Android-Phone. Stimmt. Also vieles von dem, was ich hier erzähle, kann man auch unter Android verwenden und... unter Android läuft auch der Firefox und sollte man auch verwenden. Wobei ich sagen muss, man braucht schon 1 GB Hauptspeicher und mindestens 4.2, weil sonst macht es eigentlich keinen Spaß und stürzt der Firefox immer häufig ab. Also man sollte sich schon ein neueres Android-Phone besorgen. Ich wollte aber nochmal auf die Ente zurückkommen. Das Problem ist, dass DuckDuckGo ist eine amerikanische Firma. Und wie ich schon gesagt habe, gibt es in Amerika, also in den USA, Geheimgesetze und Geheimgerichte. Und wir wissen nicht, ob DuckDuckGo nicht auch überwacht wird. Deswegen würde ich sagen, nehmt sie lieber nicht. Was bei DuckDuckGo auch nicht so toll ist, hier ist das Logo von denen, die empfehlen so Sachen wie zum Beispiel Better Privacy. Das ist ein proprietäres Plugin, das würde ich nicht empfehlen. Und hier unten empfehlen die auch nochmal Do Not Track Me. Das kann man denen nicht so richtig vorwerfen, weil das sind ja dennoch gute Plugins. Aber was sie allerdings sehr schön machen, ist, sie erklären diese Filterbubble hier sehr schön. Ist heute nicht mein Thema, aber möchte ich jedem mal empfehlen, sich das anzugucken. Zählt so ein bisschen, wie man sich in einer Filterblase befinden kann, wenn man halt nach bestimmten Sachen sucht. Und was an DuckDuckGo noch sehr schön ist, ist, die bieten das Ganze auch über das Tor-Netzwerk an. So, da muss ich hier einmal sagen, ich weiß Bescheid, dass ich jetzt ins Tor-Netzwerk gehe. Und dann sehen wir gleich, dass wir auch über das... Also DuckDuckGo ist meines Wissens nach die einzige Suchmaschine, die ich auch über das Tor-Netzwerk erreichen kann. Ein kleiner Nachteil vom Tor-Netzwerk ist, wie wir gerade sehen, dass es sehr langsam ist. Und solange ich innerhalb des Tor-Netzwerks bin, ist es relativ sicher. Das Problem ist nur, dass wenn man aus dem Tor-Netzwerk wieder herausgeht, dass es dann zu Problemen kommen kann. Also wir sehen hier so eine kryptische URL und dann .onion bedeutet, dass ich im Tor-Netzwerk bin und .cup bedeutet, ist der Proxy, über den ich gerade reingehe. Und normalerweise sollte sich dann hier die Seite aufbauen. Lassen wir der nochmal ein bisschen Zeit. Ja. Ich gehe, wenn ich im Internet recherchiere und surfe, ein bisschen anders vor. Und zwar so, dass ich ganz bewusst auch über Google gehe für bestimmte Suchen. Wo man sagen kann, also sagen wir mal, ich baue mir selbst einen kleinen Avatar für mich, dass ich sage, bestimmte Sachen, da muss die Welt von mir wissen. Und dann gehe ich über Google. Zum Beispiel im Bereich Fotografie, im Bereich Technik. Ist keine Rolle, wenn ich aber Chemikalien, also gute Chemikalien, jetzt google, dann gehe ich über Startspeech oder X-Click, weil es da Chemikalien gibt, die man auch in anderen Zusammenhängen verwenden kann. Nicht? Oder wenn ich bestimmte Selbstthemen suche, dann sage ich mir auch ganz bewusst, was sollte man vielleicht von mir wissen,
nicht und was nicht, weil wenn man sich zu sehr abschottet, kann es ja sein, dass man gerade verdächtig wird. ja, das ist eine sehr gute Anmerkung und letztendlich möchte ich, finde ich das gut. Sie denken ja darüber nach, aber was ich ja erreichen möchte, ist ja eine gewisse Mentalität dafür zu erreichen, was mache ich. Und die meisten Leute denken ja gar nicht darüber nach, wenn sie Google verwenden. Ja. Aber wenn sie darüber nachdenken, woran und wie sie Google verwenden, dann kann ich ihnen fast gar nichts mehr beibringen. Dann haben sie ja die Problematik schon verstanden. Hier. Ach so, ja, gerade irgendwas kaputt, funktioniert nicht. Aber normalerweise würde ich hier im Tor-Netzwerk die DuckDuckGo-Seite sehen. Das nächste Thema, was ich machen möchte, ist Positionsbestimmung im Browser. Gucken wir doch mal an, wo wir hier gerade sind. Also jede IP-Adresse ist ja weltweit zuordbar. Und wir könnten eigentlich, wo bin ich? Ach so, und Zugriff erlauben. Ja. Und jetzt müsste mir diese Karte eigentlich sagen, wo ich gerade bin auf der Welt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Hotel suchen würde oder einem Restaurant, dann möchte ich ja gerne, dass das im Umkreis angezeigt wird. Und das, was ich jetzt eigentlich zeigen will, ist, dass die IP-Adresse hier auf Kiel zugeordnet ist. Also die wissen, dass ich jetzt gerade in Kiel bin und über eine Kieler IP-Adresse ins Netz gehe. Und wenn ich jetzt über Google nach einem Hotel suchen würde, dann würden mir auch Hotels in Kiel angezeigt werden oder Restaurants in Kiel. Aber es bringt ja nichts, wenn mir ein Pizza-Lieferservice in Hamburg empfohlen wird und so weiter. Und das kann Google alles schon. Aber es läuft hier gerade irgendwie überhaupt nicht. Dann gehen wir mal hier drauf, mal gucken, ob das Beispiel hier besser funktioniert. Ja, also der Browser hat eine Funktionalität drin, die sagt, wo bin ich gerade. Also der Browser weiß, ob auf diesem Computer ein GPS-Gerät drauf ist. Wenn hier ein GPS-Gerät drauf ist, meldet er die GPS-Koordinaten zurück. Und wenn es kein GPS gibt, dann meldet er die IP-Adresse zurück. Und anhand der Koordinaten, die zurückgeliefert werden, kann man ungefähr eingrenzen, wo man sich befindet. Anhand der IP-Adresse weiß man zumindest, auf welchem Kontinent, in welchem Land ich bin, wahrscheinlich sogar die Stadt. Aber wenn jemand jetzt halt in einem Vorort von Kiel wohnt, wird er wahrscheinlich auch unter Kiel angezeigt, weil so genau ist das nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über das Handy das mache, da habe ich ja meistens ein GPS-Gerät drin, dann werden meine GPS-Koordinaten zurückgeliefert. Es hat natürlich den Vorteil, dass ich, wenn ich so eine Umkreissuche mache, dass ich dann genau angezeigt bekomme, was ich möchte. Ein Nachteil ist natürlich auch, dass Google dann weiß, wo ich gerade bin. Fragen? Ja, ich habe ja auch das Privileg, eine feste IP-Adresse von meinem Dienstleister bekommen zu haben. Ja. Ist das unter Sicherheitsaspekten eigentlich so schön? Oder wäre es sozusagen das, was bei den Mobilfunkbetreibern zwar für jede Sitzung dynamisch eine neue IP-Adresse zugewiesen kommt, nicht eigentlich besser in gewisser Weise? Ja, also die Sache ist ja so, eine feste IP-Adresse hat diverse Vorteile. Also wenn ich zum Beispiel zu Hause einen Webserver betreibe oder so weiter, dann ist er immer unter derselben IP-Adresse erreichbar. Das ist sehr wichtig fürs Routing. Andererseits ist diese IP-Adresse dann wahrscheinlich auch fest auf meinen Standort eingetragen. Viele von Ihnen kennen das sicherlich, wenn Sie so bei Freunden sind. Bevor man noch Hallo sagt, fragt man erstmal nach dem WLAN-Passwort. Und dann tippt man das ein und ja, um halb Handyguthaben zu sparen, kann man dann hier übers WLAN von seinem Freund ein bisschen surfen. Ne? Und ich habe festgestellt, dass, ich bin viel im Hamburger Raum unterwegs, dass wenn ich halt über die WLANs meiner Freunde reingehe, dass ich sehr genau lokalisierbar bin. Und das hat den Hintergrund, dass Google ja mal mit seinen Autos durch Hamburg gefahren ist und für Street View alles vermessen hat. Es gibt ja auch Datenbanken, wo die Namen der WLANs hinterlegt sind mit ihrer Geoposition. Genau. Und das hat Google auch alles gemacht. Das hat den Hintergrund, dass GPS sehr ungenau ist. Wenn ich aber jetzt sehen kann, messen kann, welches WLAN und welche Reichweite und welche Stärke die haben, dann kann ich sehr genau damit in den Großstädten zumindest meine Position lokalisieren. Und in den Großstädten ist es ja auch besonders wichtig, weil die Straßen viel enger zusammen sind als auf dem Land. Und also ich habe halt festgestellt, dass man sehr genau wissen kann, wo man ist. Also ich muss nur über das WLAN reingehen und Google kennt dieses WLAN anhand der IP-Adresse, weil bei Kabel Deutschland kriegt man auch eine feste IP. Und die ID, also der Name des WLANs, ja, ist der Kieler. Genau, und den weiß Google auch, das haben die alles vermessen und das nutzen die auch für ihre Standortbenutzung. Und was ich eigentlich vorführen wollte, ist dieses Geolocator. Damit kann ich nämlich behaupten, ich bin ganz woanders.
Und dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich wäre jetzt gerade am Strand und würde übers WLAN surfen. So, jetzt ist das gerade im Hintergrund installiert worden. Und wenn ich jetzt hier auf Extras gehe, dann habe ich hier bei Add-ons diesen Geolocator. Und dann kann ich hier auf Einstellungen gehen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich bin gerade in den USA. Eine Frage, können man dann auch gesperrte Videos von YouTube dann abspielen? Oder nicht? Nein, nein, nein. Also theoretisch schon, aber dafür ist das eigentlich nicht gedacht. also ich könnte mir jetzt hier auf der Karte irgendwo markieren, dass ich irgendwo hier in Washington bin. Ne? So, ich bin ja hier im Großraum Washington und dann könnte ich zum Beispiel jetzt nach Restaurants und Hotels in Washington suchen, wenn ich das denn wollte. Ne? Aber ich könnte jetzt auch zum Beispiel Google sagen, ich bin in Washington und dann würde Google halt denken, ich bin in Washington. Und so kann ich halt falsche Standorte vorgeben. Und das ist eigentlich immer ganz wichtig. Vertraut nie das, was ihr bekommt oder so weiter. Man kann ja bei Facebook zum Beispiel auch seinen Standort angeben und so weiter. Das kann man alles fälschen, wenn man sich nur auskennt. Und dafür ist das geeignet. Leider kann ich das jetzt nicht vorführen mit der Karte, weil der Browser das gerade hier nicht mitmacht. Deswegen gehe ich mal ein bisschen weiter. Aber das kann man sich zu Hause ausprobieren. Dann markiert man sich hier einen Punkt und dann sagt man, ich bin da. Und wenn man dann bei Google sucht, wird man feststellen, dass man einen Pizza-Lieferservice aus Washington angeboten bekommt. So, ja, ein sehr nerviges Thema im Internet ist die Werbung. Und da gibt es ein sehr schickes Plugin, mit dem man die Werbung los wird. Also einmal zum Vergleich rufe ich mal hier den Heise News-Ticker auf. So, und dann bekomme ich ja jetzt hier so eine Anzeige angezeigt von IBM. Und wenn ich mir jetzt dieses, dann kann ich jetzt hier diverse Einstellungen machen. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier den Zeichensatz einstellen und die Größe und so weiter. Und dann brauche ich die Lesezeichenleiste. So. Nein, das ist die nicht. Die Lesezeichen-Symbolleiste, genau. Und dann kann ich mir dieses Readable, kann ich mich hier oben reinziehen und dann steht das hier. Und wenn ich jetzt hier auf Heise bin und dann gehe ich mal auf einen Artikel drauf, so, dann bekomme ich hier die Werbung angezeigt und hier ist der Artikel, den ich eigentlich lesen will und dann klicke ich jetzt auf Readable und was dieses Plugin macht, das schneidet alles weg und zeigt mir dann nur noch diesen Artikel an. Ohne dass ich von nervigen Geblinke abgelenkt werde, kann ich mir jetzt hier schön den Artikel durchlesen. Und ich könnte mir das auch ausdrucken, ohne dass ich die ganze Werbung mit ausdrucken muss und so weiter. Und ich meine, manche Webseiten sind ja eigentlich nur noch so lesbar, weil dauernd irgendwelche Flummis über den Bildschirm hüpfen und so weiter. Und wenn das alles weg ist, kann man sich endlich mal wieder auf das konzentrieren, was man gerne lesen möchte. Und dazu muss ich mir nur diesen kleinen Knopf hier oben hinziehen. Kommen wir später dazu. Nicht vorgreifen. So, ja, aber um jetzt zu wissen, wie das Ganze funktioniert, muss man das ein bisschen verstehen, also was der im Hintergrund macht. Der sucht sich die Überschrift und versucht dann, den Artikel darunter freizulegen. Und ich bin jetzt hier auf einer Seite, wo halt viele Sachen präsentiert werden. Hier gibt es viele Überschriften und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann funktioniert das natürlich nicht, weil er weiß nicht, welchen Artikel ich nehmen soll, wen er nehmen soll. Und dann muss ich jetzt hier wieder auf Close klicken. Wenn ich allerdings auf einem, also ich bin jetzt hier in der Portalseite, wo halt alles angezeigt wird. Wenn ich jetzt aber hier auf einen Artikel draufgehe, so, ich habe hier eine Überschrift und einen Artikel, dann kann ich den freilegen. Dann funktioniert das Plugin, weil jetzt weiß es auch, was es tun soll. Also man darf das halt nicht auf Portalseiten verwenden, nur wenn man halt nur einen Artikel auf der Seite hat, dann funktioniert es. Ja? Hängt das schon an den HTML5-Auszeichnungen für Artikel oder funktioniert ja. Das auf halben Seiten? Ja, also wer weiß, wie das im Netz funktioniert, es gibt HTML5-Tags, die definieren Überschriften und Artikel und daran orientiert sich das. Und das Problem ist, wenn ich halt in so einer Indexseite bin, dann habe ich viele Überschriften hintereinander und dann weiß er natürlich nicht, welche er nehmen soll und dann nimmt er irgendeine und das ist meistens die falsche und dann kriege ich irgendwelchen
Kuddelbuddel angezeigt. Deswegen funktioniert es besonders gut, wenn man hier ist. Und ja, das... Reader ist ein Firefox-Plugin. Nein, das ist ein kleines JavaScript, das hinter diesem Knopf liegt. Und am besten merkt man sich hier nur meine URL und dann findet man das hier unter Werbung, mach es lesbar. Eigentlich heißt es make it readable. Und das ist halt ein kleines JavaScript, das schneidet sozusagen den ganzen Mist, den ich nicht sehen will, rundherum weg. Man kann sich natürlich auch ein Add-on installieren und da empfehle ich Adblock Edge. Adblock ist ja das Add-on, das am meisten verbreitet ist. Das hat ursprünglich mal ein Russe erfunden. Und das Problem ist jetzt, dass die ganzen Verlage, die mögen dieses Adblock natürlich nicht, weil die verdienen ja ihr Geld über die Werbung. Die stellen uns kostenlos Inhalt zur Verfügung und finanzieren das über die Werbung. Und dann sagen die Verlage jetzt natürlich, wenn wir die Werbung wegschneiden, verdienen wir nichts mehr und deswegen sollten wir das nicht tun. Ich sage aber, über diese Werbung ist häufigerweise auch schon mal Schadsoftware ausgeliefert worden und so weiter. Und der Verlag zahlt mir ja auch nicht die Neuinstallation meines Rechners, wenn er meinen Rechner verseucht hat über eine Virenwerbung und so weiter. Also habe ich ja wohl auch das Recht, diese Werbung wegzuschneiden, wenn die nicht die Sicherheit dieser Werbung garantieren können. Und das Problem bei Adblock ist aber, die wollten irgendwann auch mal Geld verdienen. Und dann haben die gesagt, wir lassen bestimmte Werbung zu. Und dann gab es in der Community eine Riesendiskussion, welche Werbung man jetzt zulassen darf und welche nicht. Und dann haben sich aber Leute abgespaltet, haben Adblock Edge gemacht, weil es ja Open Source war. Und dort wird halt die ganze Werbung weggeschnitten. Die Werbung, die Adblock zulässt, ist das nur die man unter Filtereinstellungen, Werbung zulassen etc. befüllt? Nein, das ist problematischer. Also Adblock hat ja ein Geschäftsmodell gesucht. Und die haben gesagt, von den Leuten, die es runterladen, können wir kein Geld verlangen, weil dann laden sie es ja nicht mehr runter und nehmen irgendwas anderes. Deswegen haben die sich gesagt, die Werbeindustrie soll uns Geld zahlen, damit wir ihre Werbung zulassen. Und so verdienen die dann wiederum Geld. Und dann sage ich mir wieder, ja, aber dann ist ja nur noch ein weiterer Mittler dazwischen. Warum sollen die denn Adblock bezahlen? Und dann sehe ich doch wieder Werbung. Dann kann ich mir auch gleich dieses Adblock Edge hier installieren. Und dann schneidet mir das die Werbung eigentlich automatisch weg. Jetzt gucke ich mal nach. Wenn ich jetzt wieder auf Heise gehe, müsste ich eigentlich die Werbung nicht mehr angezeigt bekommen. Ja, ich weiß nicht mehr. Wir sehen jetzt natürlich nichts, weil wir die Werbung nicht mehr sehen. Aber normalerweise wurde hier oben immer noch die Werbung angezeigt und die ist jetzt halt weg. Also Adblock Edge macht eigentlich dasselbe wie eigentlich dieses Readable, bloß halt, dass es halt nur die Werbung wegschneidet. Also dieser Seitenbereich bleibt jetzt noch hier. Ach, hier unten ist noch eine Anzeige. Muss ich den doch neu starten? Oder hätte ich hier was abonnieren müssen? Ich nehme das nochmal für die nächste Frage. Ach so, okay. Also mit Adblock Edge kann ich normalerweise die Werbung auch wegschneiden. Ja. Entschuldigung. Hat man mal so irgendwelche Umfragen und so gemacht, was den Leuten an der Werbung stört? Also mich persönlich stört eigentlich das Gezappel. Ja. Also ich meine, wenn man jetzt irgendeinen Text hat wie Fujitsu oder irgend sowas, der da ruhig steht und so, da kann gucke ich mal kurz hin, aha, ist was, ist nix. Ja. Also das würde mich gar nicht weiter stören. Nicht? Und deswegen, wie gesagt, der deaktiviert normalerweise das Flash-Plugin und teilweise auch JavaScript, aber dann sind die Seiten nicht mehr voll funktionabel zum Teil, nicht? Obwohl das besser geworden ist, wahrscheinlich wegen der Handys, die ja auch kein JavaScript können. Also mittlerweile geht das ganz gut ohne JavaScript. Ja, also die Werbung ist natürlich so eine Sache. Also es gibt ja die junge Generation, so die MTV-Generation, die mag es, wenn es zappelt und wenn es flippelt und so weiter. Und die Älteren mögen es, wenn es schön ruhig ist und wenn sich da nichts bewegt, weil das denen die Augen ablenkt. Aber so Jüngere mögen gerne abgelenkt werden und die mögen auch keine längeren Texte lesen. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, was mögen die Leute und was nicht. Also ich würde sagen, wenn die Werbeindustrie oben und unten Banner hinmachen würde, dann würde ja keiner von uns meckern. Aber stattdessen machen sie am Rand noch was hin, dann Sachen, die über den Text laufen und so weiter. Und sowas nervt eigentlich nur jeden. Und es gibt inzwischen auch Umfragen und Studien zu dem Thema und die sagen, dass es selbst die Konsumenten nervt. Also die klicken gar nicht auf Sachen rauf, die zu doll nerven. Und das Problem bei der Werbung ist aber, man will ja Aufmerksamkeit erregen. Und wenn ich halt nur
einen langweiligen Banner irgendwo hin mache, dann erregt ich keine Aufmerksamkeit. Um im Internet wahrgenommen zu werden, muss ich schon irgendwas Witziges, Tolles, Flippiges präsentieren. Und wenn ich das mache, dann muss der nächste Anbieter das natürlich nochmal übertreffen. Und so kommt es natürlich, dass die ein Feuerwerk generieren, das teilweise den Genuss des Internets doch stark einschränkt. Ja, auch nochmal eine Frage. Das gibt doch bestimmt Anbieter, die Werbung wie redaktionelle Beiträge aussehen lassen. Und dagegen hat doch ein Werbeblocker dann gar keine Chance mehr. Ja, da können wir uns nicht gegen schützen. Die Werbeindustrie sucht natürlich immer nach neuen Einnahmemöglichkeiten. Und was halt, wie gesagt, der neue Trend ist, ist, dass die sich halt PR-Artikel als normale Artikel in den News-Ticker mit reinpacken. Und die sind halt so geschickt verpackt. Da können wir uns nur gegen wehren, indem wir sie aufmerksam lesen und sagen, ja, das ist ja nicht neutral formuliert, ne? Und ich möchte gerne neutral informiert werden, also beschwere ich mich bei der Redaktion. Und wenn die das dann zu häufig machen, dann wechsle ich halt den News-Ticker oder gehe woanders hin. Aber das ist leider eine Sache, die immer häufiger kommt. Und eine andere Sache ist ja, dass in den Redaktionen viel eingespart wird. So häufig haben ja die Redakteure heute gar keine Zeit mehr, die Artikel wirklich nochmal neutral umzuformulieren. Die tippen einfach die Pressemeldung ab, weil heute einer das machen muss, was vorher zwei gemacht haben, weil eine Stelle eingespart worden ist oder so. Und aber da müssen wir halt sehen, was die Zukunft bringt. Ich wollte nur sagen, wie man das ausblenden kann. Und wenn ich die Werbung ausgeblendet habe, dann werde ich natürlich über die Werbung auch nicht mehr getrackt und nachverfolgt. Weil die Werbung kommt ja häufig von einigen wenigen Anbietern. Und wie wir dann gesehen haben, sind die alle miteinander verzahnt. Und die Werbeanbieter wissen immer, wo ich längst surfe, weil die halt ja auf jeder Webseite wieder ihre Anzeigen haben und von ihren Servern nachgeladen werden. So, ich möchte mal einen typischen Blogbeitrag zeigen. So, ich bin jetzt hier in einem x-beliebigen Blog. Und wenn ich jetzt hier ganz nach unten gehe, dann habe ich hier, genau, das möchte ich zeigen. Dann habe ich hier die sozialen Netzwerke. Facebook, Twitter, Google und Pocket. Ist vielleicht nicht so bekannt. Und jetzt kann ich hier raufklicken und dann kann ich allen meinen Facebook-Freunden sagen, ich habe gerade diesen Blogbeitrag gelesen oder meinen Twitter-Freunden oder Google-Plus-Freunden. Und dadurch, dass diese Dinger hier unten eingeblendet werden, weiß Facebook natürlich, dass ich gerade hier gewesen bin. Selbst wenn ich hier nicht draufklicke, weiß Facebook, dass ich mir das Ganze angeguckt habe. Wenn ich darauf klicke, dann ja sowieso, weil dann wird es ja übers Facebook-Netzwerk verteilt. Das ist jetzt natürlich nützlich, wenn ich jetzt halt über Facebook meinen Leuten Bescheid sagen will. Aber wenn ich jetzt nicht will, dass Mark Zuckerberg weiß, in welchen Blogs ich mich rumtreibe und so weiter, dann würde ich dieses hier unten ja gerne ausblenden. Und dafür möchte ich jetzt meine Lösung präsentieren. Und die heißt nämlich Disconnect Me. Das ist ein sehr schönes. Ich muss jetzt hier mal kurz eine Ausnahmeregelung. Warum darf ich das nicht? So was Gemeines. Ja, also die haben ihr Dings nicht zertifiziert und ich bin anscheinend hier nicht berechtigt, weil ich keine Root-Rechte habe, ein Ausnahmezertifikat zu installieren. Also was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, ist, dass dieses Disconnect Me, das erkennt diese Tracker hier und blendet die dann aus. Das macht eigentlich genau dasselbe, was auch dieses Ghostory macht, bloß dass Ghostory halt proprietär ist, mein Surfverhalten trotzdem überwacht und Disconnect ist ein Open-Source-Projekt. Das funktioniert genauso, ist auch genauso gut und das macht mir hier oben dann eine Leiste und so einen kleinen Zähler und sagt, ich habe gerade auf dieser Seite, habe ich gerade 1, 2, 3, 4 Tracker für dich ausgeblendet. Und es gibt ja, außer diesen 4, gibt es ja noch 50 weitere im Hintergrund, die ich halt nicht sehe. Und es gibt halt Webseiten von Verlagen, Zeit.de zum Beispiel oder auch Springer. Da sind fast über 100 Tracker werden im Hintergrund geladen. Und die alle wissen, dass ich gerade diesen Artikel mir angucke. Und das kann man sehr schön über dieses Disconnect Me ausblenden. Ich wollte noch mal kurz ein soziales Netzwerk zeigen. Kennt jemand von Ihnen Diaspora? So, das ist ein Open-Source-Netzwerk. Und da habe ich jetzt einen beliebigen Account mal aufgerufen. Und hier hat jemand halt, verweist jemand auf Twitter. Und was jetzt das Netzwerk macht, so ähnlich wie bei Facebook, dass es hier so eine Art Snippet anzeigt.
Und dann ist hier wieder so ein Follow-Knopf drin und so weiter. Und dann wäre ich natürlich auch wieder verfolgbar. Da habe ich jetzt also so mehr so ein Open-Source-Netzwerk genommen, um gerade nicht verfolgt zu werden. Und dann werde ich doch wieder verfolgt, weil jemand halt hier was von Twitter gepostet hat. Und was dieses Disconnect Me, das würde halt auch alles anzeigen, bloß es würde diesen Knopf hier unten ausblenden. Und dann kann ich halt nicht verfolgt werden. Und so kann ich halt anonymer surfen und würde halt nicht überwacht werden. So, dann wollte ich nochmal dieses Request Policy zeigen. Das ist auch ein Plugin, das genau wie Disconnect Me die ganzen Sachen ausblendet, die mich verfolgen. Allerdings ist es sehr viel brutaler. So. Genau, selbe Webseite, wir erinnern uns, wir haben hier vorhin noch ein Bild gesehen, wir haben hier Bilder gesehen und was jetzt dieses Disconnect Me gemacht hat, das hat das ganze Zeug ausgeblendet. Zum Hintergrund, ich bin jetzt hier auf einem Server von einem sozialen Netzwerk, das verteilt übers Internet gespeichert wird. Diaspora oder wie? Diaspora, genau. Stelle ich in meinem zweiten Vortrag heute Abend genauer vor, falls das jemand interessiert. Was ich im Moment sagen möchte, ist, dass das, was hier angezeigt wird, das wird teilweise von anderen Servern nachgeladen. Und diese Avatare hier, die sind jetzt auf anderen Servern gespeichert und werden mir jetzt nicht mehr angezeigt, weil dieses, dieses Plugin, Request Policy, das sorgt dafür, dass ich nur die Sachen von einem Server lade. Und alles, was von anderen Servern kommt, das wird einfach abgeschnitten. Und da ja die ganzen Werbebanner, die liegen alle auf anderen Servern, werden die auch alle abgeschnitten und werden nicht mehr angezeigt. Das hat natürlich dann auch den Nachteil, dass ich die ganzen Bilder nicht mehr angezeigt bekomme. Deswegen empfehle ich Anfängern immer, das Disconnect Me zu nehmen, weil das Disconnect Me entscheidet selber, was gefährlich ist und was ausgeblendet werden soll. Das hat sozusagen eine Whitelist, es lässt durch, was gut ist, und eine Blacklist, es schneidet weg, was schlecht ist. Und dieses Request Policy schneidet einfach alles weg. Und da müsste ich jetzt hier wieder einzeln anklicken und sagen, die Sachen möchte ich aber doch angezeigt bekommen. Und es hat natürlich auch einen entscheidenden Nachteil, wenn ich jetzt auf Yahoo zum Beispiel gehe. Yahoo ist ja auch ein Nachrichtenanbieter. Und dann, ach so, ja, ich habe da eben so eine Meldung weggedrückt. Also das Problem bei diesen neumodischen Webseiten ist, dass die alle optimiert sind. Die haben ihre Bilder auf einer eigenen Domain gespeichert und die Texte auf einer anderen Domain. Das hat den Vorteil, wenn die Seite aufgebaut wird, dass ich von beiden Domains gleichzeitig was runterladen kann. Also das HTTP-Protokoll ist so aufgebaut, dass ich nur zur Zeit von einem Server was laden kann. Wenn ich jetzt aber umfangreiche Videomaterial und Bildmaterial noch in meine Seite einbaue, würde die Seite sehr langsam aufgebaut werden. Deswegen werden die Seiten verteilt auf Server gespeichert und dann kann ich parallel die Sachen von verschiedenen Servern runterladen und die Seite baut sich viel schneller auf. Wenn ich jetzt aber mit Request Policy surfe und alles weggeschnitten wird, was von anderen Servern kommt, dann sehe ich entweder nur den Text, nur die Bilder oder nur die Videos. Und dann ist mein Surfverhalten natürlich eingeschränkt. Aber wie ich gesehen habe, haben die da schon was für programmiert. Und dann kann man hier raufklicken und kann sagen, ich möchte das von Yahoo jetzt aber doch sehen, damit die Seite überhaupt vernünftig angezeigt werden kann. Also lange Rede, schwacher Sinn. Wenn man die Ahnung hat, dann nimmt man Request Policy, stellt sich ein, was man sehen möchte. Und wenn man halt nicht so viel rumklicken will, dann würde ich dieses Disconnect Me empfehlen und das blendet sozusagen die ganzen Sachen aus. Dann gibt es diese Cookies. Cookies sind eine Erfindung, auf Deutsch Kekse. Das sind kleine Nummern, die gespeichert werden. Und anhand der Nummern können die Leute wiedererkannt werden. Das hat natürlich einen Vorteil, wenn ich einen Blog im Internet habe, dann kann ich mich einmal einmelden und kann sagen, meine Anmeldung aber bitte speichern. Und wenn ich das nächste Mal wiederkomme, werde ich anhand des Cookies erkannt und bin schon gleich angemeldet. Und wenn ich jetzt die Cookies alle lösche, dann muss ich mich natürlich jedes Mal wieder neu anmelden. Und wenn ich jetzt im Internet Sachen bestelle, dann funktionieren die meisten Einkaufskörbe auch über diese Cookies. Das bedeutet, ich kann mir was zusammenklicken und wenn ich morgen wiederkomme, ist mein Einkaufskorb immer noch genauso gefüllt und ich kann mich dann entscheiden, die Sachen zu kaufen oder wieder rauszuwerfen. Und wenn ich jetzt die Cookies alle wegschmeiße, dann kann ich sowas halt nicht machen und das Web ist dann teilweise nicht mehr benutzbar. Jetzt gibt es aber normale Cookies und Third-Party-Cookies. Third-Party-Cookies, das sind Cookies, die im Hintergrund nachgeladen werden, nochmal von anderen Seiten. Und die sind eigentlich nur dazu da, um euch zu verfolgen. Damit will man nämlich die Reichweite der Werbung testen. Und die kann man eigentlich alle komplett ausschalten. Aus Zeitgründen
erkläre ich das jetzt mal nicht, aber kann man hier auf die Anleitung klicken, dann kommt man zur Mozilla Foundation, wo erklärt wird, wie man die ausschalten kann. Die sind nämlich standardmäßig immer eingeschaltet. Mozilla kriegt natürlich auch, wird gesponsert über Werbeeinnahmen und so weiter. Und die wollen die natürlich nicht standardmäßig ausschalten, weil dann die ganzen Sponsoren alle sauer wären. Und deswegen müsst ihr das halt selber machen. Und ich kenne eigentlich keine Anwendung, die die Third-Party-Cookies sinnvoll nutzt, außer halt die Werbeindustrie. Und deswegen kann man das eigentlich komplett abschalten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, um diese Cookies loszuwerden. Einmal gibt es selbstzerstörende Cookies. Das bedeutet, die Cookies bleiben so lange aktuell, wie solange ich surfe. Und sobald ich den Browser dicht mache, wird alles gelöscht. Das bedeutet, also wenn ich mich einmal eingeloggt habe und den Browser dicht macht und wieder neu aufmacht, dann muss ich mich auch wieder anmelden. Und dann gibt es dieses Cookie-Monster. Da kann ich sagen, von dieser Seite will ich die Cookies zulassen und von dieser Seite nicht. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, bei Google lasse ich die Cookies nicht zu, aber bei meinem Blog lasse ich sie zu. Und dann selbst, wenn ich den Browser wieder auf und zu mache, wäre ich halt wieder eingeloggt. Da muss man halt gucken, was man lieber mag. Diese selbstzerstörenden Cookies, die laufen auch unter Android. Das kann man die auch installieren, aber das Cookie Monster, das läuft leider nur auf einem normalen Betriebssystem, also unter Linux oder Windows. Das kann man so bei Firefox einstellen, dass die Cookies nur bis zum Ende der Sitzung und dann alles gelöscht werden. Ja, da geht die selbstzerstörenden Cookies gehen dann noch etwas weiter. Und zwar ist das Problem, dass beim Firefox können die Cookies auch über diese Laschen hinaus genutzt werden. Und diese selbstzerstörenden Cookies sorgen dafür, dass halt immer nur einer Lasche die Cookies verwendet werden, sodass die anderen die nicht abgreifen können. Und dass auch sobald ich die Lasche schließe, also sobald ich hier raus wäre, werden die Cookies auch schon gelöscht. Und bei Firefox werden die halt wirklich nur gelöscht, wenn man das ganze Programm dicht macht. Deswegen, diese selbstzerstörenden Cookies gehen da schon etwas weiter. Und wenn man halt nicht viel macht, sich nicht viel einloggt, ist das durchaus zu empfehlen, die zu nehmen. Und das Problem an der Sache ist jetzt, hat jemand eigentlich die Uhrzeit im Blick? Aha, ja, kriege ich noch 5 Minuten, weil ich durfte auch 5 Minuten später anfangen. Ich mache diesen Punkt noch fertig. Das Problem ist jetzt, wenn man sich solche Flash-Plugins installiert und solchen ganzen Kram und so weiter, die haben alle ihre eigenen Cookies. Und diese Flash-Cookies, die funktionieren sogar browserübergreifend. Wenn ich also unter Windows bei YouTube raufgehe und mir die Lautstärke einstelle, und dann gehe ich aus dem Firefox raus und öffne den Internet Explorer, dann ist die Lautstärke genauso eingestellt wie im Internet Explorer. Also das Flash-Plugin funktioniert sogar browserübergreifend mit seinen Cookies. Und deswegen würde ich sagen, benutzt den ganzen Kram nicht. Und wenn ihr ihn doch benutzt, kann ich euch dieses Click Clean empfehlen. Das löscht nämlich wirklich alle Cookies. Also auch die Flash-Cookies und da gibt es noch diverse anderen Kram, wo sich die Leute was ausgedacht haben. Und das schmeißt wirklich alles weg. Dann vor kurzem ging durch die Presse Canvas Fingerprint-Technologie. Das sind ganz spezielle, ganz gefährliche Cookies angeblich. Da stand hier im Heise News-Ticker drin, User-Tracking-Werbefirmen setzen häufig nicht löschbare Cookies-Nachfolger ein. Also die Werbefirmen haben sich ja auch gedacht, guck mal, hier werden die ganzen Bilder weggemacht, weil ich hier zu viele Plugins inzwischen installiert habe. Da haben die gesagt, oh, ganz gefährlich. Aber keiner hat eigentlich so richtig erklärt, wie das Zeug funktioniert. Und da gucken wir uns mal diesen Artikel an. So, und dann sehen wir, es gibt JavaScript-Funktionen und die malen im Hintergrund, malen die kleine Bildchen. Die sehe ich aber nicht, weil die hellgrau auf weiß malen und mit so einem geringen Farbunterschied, dass ich das nicht wahrnehmen kann. Und jeder hat ja auf seinem Rechner spezielle Zeichensätze installiert und so weiter. Jeder Browser funktioniert ein bisschen anders, jedes Betriebssystem funktioniert ein bisschen anders. Und dann halt kleiner Pixelverschiebungen hier, können die dann genau feststellen, welchen Browser ich habe und welche Zeichensätze ich installiert habe und so weiter. Zum Beispiel ein Grafiker hat ja viel mehr Zeichensätze installiert. Und die malen sich halt hier was hin und dann messen die so kleine Pixelunterschiede und daran können die fast zu 100% die Leute wiedererkennen. Und das, obwohl ich meine Cookies ausgeschaltet habe, obwohl ich alles ausgeschaltet habe. Und schützen kann man sich davor eigentlich nur, indem man JavaScript abschaltet, weil dann können die im Hintergrund diese Bildchen nicht malen. Und das ist der einzige Schutz. Und diverse Webseiten verwenden inzwischen so eine Technologie. Und wenn wir halt die ganzen Cookies ausschalten, dann nützt das alles nichts. Aber ich will zum Ende kommen. Ich habe hier noch jede Menge anderen Kram installiert. Ich tingle normalerweise immer
so bei diesen Linux-Stammtischen vorbei und halte meinen Vortrag. Der dauert aber üblicherweise anderthalb Stunden und eine halbe Stunde Diskussion noch. Und deswegen kann ich jetzt den ganzen anderen Kram hier hinten nicht mehr erklären. Aber jeder kann sich diese Webseite aufrufen. Jeder weiß von uns, wie eine Suchmaschine funktioniert, falls er Probleme hat. Ich meine, das meiste ist eigentlich auch selbsterklärend. Ansonsten habe ich hier überwiegend Artikel verlinkt, wo das erklärt wird. Und ganz unten hier, Carsten Neumann, das bin ich, Kontaktmöglichkeit. Dann habe ich hier auch einen Blog, wo ich hin und wieder mal was erkläre. Schaut es euch an. Und mal nochmal die Adresse oben. IS. Yep. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich irgendwo hier. Genau. Echt? Habe ich ihn jetzt nicht? Ach, ich. So. So, ich mache es nochmal ganz groß. So, das hier ist die Adresse. Jetzt hat sie wirklich jeder gesehen. Ne? Also die eigentliche Adresse ist hier freebase.net, das ist mein Server. Aber die coolen Internetadressen waren schon alle weg und deswegen habe ich die E's durch eine 3 ersetzt. Das nennt sich Leadspeak. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Nicht-Informatiker, die mögen das nicht, wenn da irgendwelche Nummern drinne vorkommen. Wir Informatiker stehen ja voll auf sowas. Deswegen habe ich das hier nochmal nur mit Buchstaben gemacht, damit sich das auch wirklich jeder merken kann. Ja, genau. Falls ihr nicht zurechtkommt, könnt ihr euch notfalls auch bei mir melden. Ansonsten guckt mal auf meinem Blog nach, wo ich gerade auf dem Linux-Stammtisch bin. Da könnt ihr mich auch wiedersehen. Und dann würde ich auch alles nochmal ausführlich erklären. Und jetzt wollten, Entschuldigung, ja. Sie wollten nochmal zeigen, dass man jetzt praktisch damit dieses praktisch deaktiviert haben, ja. Dass es nicht mehr gescannt wird. Also diesen, ja, da muss ich aber jetzt nachfragen, wer nach mir kommt. Haben wir dafür noch Zeit? Sonst führe ich das. Ja, da ich ja danach wieder dran bin, ist das in Ordnung. So, also das war ja das, was ich bis jetzt gemacht habe. Das müsste ich jetzt einmal kurz löschen, genau. Reset. So, jetzt habe ich wieder alles total leer. Und jetzt mache ich wieder meine Surfparty. Also ich gehe hier bei Yahoo einmal vorbei. Jetzt gehe ich bei heise.de vorbei. So, dann gehe ich wieder zum Spiegel. So, und dann war ich noch bei sport.de.